Willkommen bei der Rätischen Bahn. Willkommen im Engadin. Willkommen im Samedan. Willkommen beim Club 1889. Armin Brünger vom Club 1889 hier in Samedan. Ihr habt hier ein ganz großes Projekt, mit dem ihr arbeitet. Kannst du erstmal zu eurem Club ein bisschen was sagen? Ja, unser Club besteht seit 1996 und heißt Club 1889. Der erste Wagen, den wir restaurierten, war aus dem Jahre 1889. Und so ist der Name auch am richtigen Ort. Wir restaurieren Fahrzeuge, historische Fahrzeuge der Rätischen Bahn. Und es sind nur Rätische Bahnfahrzeuge, die wir restaurieren. Andere machen wir nicht. Und ein ganz großes neues Projekt ist der Buchanada, der C114. Der steht hier hinter uns. Jawohl, die Buchanada steht hinter uns. Den restaurieren wir jetzt schon zum zweiten Mal. Das erste Mal war so eine Schnellrevision. Und dann nach 20 Jahren wussten wir, jetzt müssen wir ihn dann etwas besser restaurieren. Jetzt sind wir schon bereits seit Oktober, 2 Jahre sind wir jetzt schon daran, ihn zu restaurieren. Mein Name ist Oliver Wertmann und im Moment bin ich daran, die Stirnseiten abzuschleifen, damit wir die dann gegen Nachmittag wieder neu streichen können. Mein Name ist Markus Kick. Ich mache verschiedenste Feinarbeiten, machen, wie Zierleischli im Innenteil montieren, dann auch aussen den Anstrich vorbereiten und den Anstrich machen. Ja, jetzt habe ich gerade gesehen, es kostet, wenn ich das mache. Ja, das kostet einfach, da braucht Rohmaterial und das muss ordentlich gemacht sein, weil da schaut man dann auch dran an, wenn das Wägeli fertig ist. Ich bin der Rico Florin. Und welche Aufgabe hast du hier bei der Restaurierung des C114? Ich bin der sogenannte Kurzschlusstechniker. Nein, der Elektriker. Theo Hirschi, ich finde dich hier gerade an der Arbeit am C114. Kannst du sagen, was du gerade machst? Im Moment montiere ich die Abstützung für die Klappen von den Abschränken. Und du bist Tischler, der das hier macht? Ich bin gelernter Zimmermann und eigentlich vor über 25 Jahren dem Club beigetreten, weil ich glaubte, jetzt lerne ich Schweißen, Gewinde schneiden, Nieten mit meinem Arbeitskollegen zusammen. Aber als wir beim Wagen die ersten Bleche wegnahmen, da hat sich ergeben, wo unsere Arbeit ist. Weil die Holzkonstruktion hat sehr gelitten in den über 100 Jahren. Ja. Und das war dann alles ehrenamtliche Arbeit von dir? Das ist ehrenamtliche Arbeit. Beim ersten Wagen sowieso, da hatten wir kein Geld. Jetzt haben wir zum Glück einen recht guten Sponsor. Bei diesem Wagen da konnten wir einiges in der Firma in Auftrag geben und machen lassen. Hier neben uns sehen wir Modelle der Rätischen Bahn. Aber ich glaube, die sind alle drei nicht von LGB, sondern die sind von dir. Das ist richtig, die habe ich gemacht. Die sind echtdampfbetrieben. 2 mit Gasfeuerung und die Lok, die 108 mit Kohlefeuerung.